Willkommen zurück bei Yooka-Laylee. Im letzten Part sind wir hier in der letzten Welt angekommen und haben hier ein klitzekleines bisschen Fortschritt gemacht, aber auch irgendwie nicht so wirklich, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen wollen wir heute mal versuchen, hier den ein oder anderen Pagey zu ergattern. Wäre zumindest ganz wünschenswert. Ich muss hier hoch. Hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Genau hier. Hier sind noch ein... Was zum Teufel? Aufpassen? Genau. So, hier sind noch einige Federn, die ich natürlich ganz gerne mal mitnehmen würde. Die Frage ist jetzt, wo genau wir hier weitermachen sollen. Ich habe ja bereits im letzten Part festgestellt, dass es hier anscheinend eine Art Tageszeitensystem geben könnte. Sicher bin ich mir da jetzt noch nicht so ganz, aber ich glaube schon, dass dem so ist. Werden wir dann sicherlich bald herausfinden. Würde sich zumindest ganz gut anbieten. Zumindest wollte dieser Kapitän, dass wir in einer Stunde wieder zurückkommen. Deswegen schätze ich mal, dass es hier wirklich eine bestimmte Tageszeit gibt, die man irgendwie umstellen kann. Quark, Hallöchen, Fremde. Habt ihr Interesse an meinem galaxieweit bekannten Sternenangeln? Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Sport schon kennen. Wie funktioniert das? Quark, schaut nach oben. Dort draußen im Sonnenmeer angeln wir nach gefallenen Sternen. Quark, ihr stimmt mir sicher zu, dass dies ein friedlicher und zivilisierter Sport ist. Ich widme meine Tage dieser Beschäftigung, seit ich den harten Zeiten entkommen bin. Das hört sich bedenklich an. Quark, und willst du Sternenangeln eine Chance geben, Fremder, hä? Wenn du mehr als 15 innerhalb der Zeit fängst, gewinnst du einen Preis. Aber meide die Roten, die zählen gegen dich. Okay, versuchen wir das Ganze doch mal. Klar, probieren wir mal aus, Fröschlein. Quark, ausgezeichnet. Dann wirf mal deine Rute aus. Yooka ist ehrlich gesagt besser mit der Zunge. Okay. Nicht falsch verstehen. Glaube ich. Was genau? Hallo? Ich weiß doch gar nicht, was ich hier machen soll. Achso, okay, ich verstehe, ich verstehe. Wir sollen uns hier 15 von diesen Sternen holen. Die spawnen hier immer uns... Okay, ja gut. Schwer ist das jetzt nicht, oder? So, hier, da, da, so. Na, so langsam geht die Zeit aus. Na, komm, nimm das Zeug mit. Okay, so. Da hinten halt nur noch einen, so. 10, 5 noch, 5 noch. Verdammt. Da, so. 4 noch, 4 noch, 4 noch. Komm. 3, 3, 3. Ich, also, wenn da mal ein paar mehr kommen würden. Wir haben 14. Ja. Ja, schwer ist es jetzt nicht. Also, es ist auf jeden Fall machbar. Ja, 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 komm, ja, ja. Wenn da mal ein paar mehr runterkommen würden, dann wäre das gar nicht mal so schwer. Ist vor allem auch ziemlich einfach, den Roten auszuweichen. Also von daher... Kann ich hier nicht einfach anfangen, wann ich will? Weil das Spiel wartet, bis ich hier jetzt A drücke. Das heißt, ich könnte theoretisch warten, bis eine Menge gelbe Sterne runterkommen. Also, ich warte jetzt einfach mal, bis hier irgendwo zwei runterkommen. An einem Fleck hier. Komm, nein, nein. Ja, das, da kam noch ein Satz danach. Verdammt. So, komm hier, so. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. So, ja, so viel dazu. Ich bin runtergefallen. Was jetzt, was jetzt? Wie komme ich hier wieder raus? Was denn jetzt? Ernsthaft? Ach, Mann. Jetzt bin ich gleich down, verdammt. Ja gut, komm nochmal da hin zurück. Jetzt hänge ich hier fest. Ach Mann, so jetzt hier, so, komm. So, komm nochmal. Ich würde gerne nochmal probieren, denn das war gerade irgendwie nichts, habe ich das Gefühl. So, ja, ist doch gut. Ja, ich hab's verstanden. So, so, ja, ja. So, und ja. Und dann fangen wir jetzt hier mal einfach an. Sterne, da hätten wir einen, nimm mit, so. Eins, zwei, so. Da kommt direkt noch einer, so, hier. Hier, eins, zwei, nimm mit. Zwei,
So, da, da, okay. Bloß nicht nochmal runterfallen, das wäre ein bisschen ungünstig. Hier ist nicht. Ich. Verdammt, nochmal. So. Eins, zwei. Zwei noch, zwei noch, zwei noch, zwei noch. Hier. Nimm. Nimm doch. Na! Puh. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt dein verdammter Ernst? Ich hab halt die ganze Zeit Kreis gedrückt, damit ich diesen letzten Stern bekomme. Aber dann habe ich danach auch den anderen genommen. Was zum... Ja, los, los, so gut. So, hier, eins. So. Zwei, ne, komm, nimm mit, nimm mit. Nimm, ja, dann zumindest den und nimm, nimm doch mit. So. Ja, gut, den hätten wir. Okay, da kommt einer. So, eins und zwei, so. Eins, zwei, drei. Das war relativ gut. Da kommt einer. So, hier. Eins, zwei. Zwei noch, zwei noch, zwei noch. Zwei noch. Was zum... Da kam von oben einer. Ist das jetzt... Man konnte den nicht mal sehen. Man konnte diesen roten Stern, den ich von oben bekommen habe. Man konnte den nicht mal sehen. Gut. Dann ein weiteres Mal versuchen hier irgendwie diese verdammte Aufgabe irgendwie hinzubekommen. So, komm hier. Eins, zwei, nimm mit. So, zwei, drei. So, komm, nimm Stern mit. So. Da, okay, okay, okay. So, hier, so. So, da. Oh, fast wieder runtergefallen. Nimm, nimm doch den Scheiß mit. So, so. Nein, nicht den. Okay, wir sind bei 9. Schaffen wir wieder nicht, oder? Das schaffen wir wieder nicht. So, komm, so. Ach, diese Muss ich jetzt hier ernsthaft bei so einer billigen Aufgabe schneiden? Kann doch nicht sein. Komm, einen Versuch mache ich jetzt doch hier zusammen mit euch. Weil es ist ernsthaft keine Aufgabe, die allzu schwer ist. So, komm, hier, so. So, den hätten wir schon mal. So, hier, so. So, na. Da kommen zwei, so, so. Eins, zwei, nein, ich. Der nimmt sich vor allem auch immer die, die von ganz weit oben kommen. Die kann ich doch gar nicht sehen. Oder kaum. So, nimm mit, nimm mit, nimm mit. So, und geschafft. Ja, 15. Ich nehme gar nicht noch mehr mit. Bevor hier irgendwas passiert. Wir haben 15. Und mehr brauchen wir auch nicht. So. Quark. Okay. Mal sehen, wie du abgeschnitten hast. Quark. Wow. Ihr habt meine PB geschlagen. Ich wollte aus diesem funkelnden Burschen hier eigentlich einen Origami-Köder falten. Aber ich habe euch versprochen, euch etwas zu geben. Deswegen, ja. Angelst du überhaupt? Wir schauen dir schon eine Weile zu und du hast nichts gefangen. Quark. Normalerweise mache ich einfach den Mund auf und hoffe, dass ich was bekomme. Aber vielleicht probiere ich deine Zungentechnik mal aus. Nein, ich wollte nicht noch... Nein, Ruhe, Ruhe, Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, okay. So, okay. Damit hätten wir jetzt einen weiteren Pagey. Yay! Ich habe mich gerade gefragt, was heißt denn eigentlich PB? Der hat gerade gesagt, ich habe seine PB geschlagen. Seine PB. PB. Wofür könnte das denn Ah, persönliche Bestzeit. Ah. Wobei, persönliche Bestleistung wahrscheinlich, ne? Naja, okay. So, kann ich jetzt hier irgendwie... Ist das ein Teleporter? Wahrscheinlich ja. Oder? Oder nicht? Ich weiß doch auch nicht, was das hier ist. Es sieht wie ein Teleporter aus, aber irgendwie komme ich damit nirgendwo anders hin. Deswegen ist es ein kleines bisschen merkwürdig, würde ich mal sagen. So, hier noch die ganzen Federn mitnehmen, die hier so auf dem Weg rumliegen. So, hier, so, den, die hier auch noch. Hier kann ich auch noch weiter nach oben, ne? So, jetzt hier. Vielleicht soll ich einfach meine Flugfähigkeit benutzen. Das ist, glaube ich, vielleicht sogar am besten. So, hier hoch.
Jetzt hier, so. Ich habe das Gefühl, dass ich hier in der Welt relativ schlecht abschneide im Vergleich mit den anderen. Ich weiß nicht, diese Welt ist bisher irgendwie sehr komisch. Irgendwie finde ich die sehr unstrukturiert verglichen mit den vorherigen. Ich weiß nicht. Kommt mir vielleicht nur so vor. Liegt aber natürlich auch daran, dass wir jetzt hier die Flugfähigkeit haben. Aber naja. Hier hätten wir nochmal so eins von den Elektrizitätsdingern. Aber auch hier weiß ich nicht genau, was man damit machen kann. Vielleicht kann man irgendwo die Elektrizität anschalten. Das könnte ich mir noch ganz gut vorstellen. Und dann wird quasi automatisch der Schalter aktiviert werden. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber kann ja sein. Ist da ein Pagey drin oder irgend... Hä? Da ist doch was drin. Naja, genau. Wie mache ich das denn auf? Dafür bräuchte ich eine entsprechende Fähigkeit, aber hier ist nichts. Zumindest nichts, womit ich das Ding aufmachen könnte. Oder geht das vielleicht irgendwie... Nein, ich wollte das nicht so machen. So, ich wollte hier so. Das geht so nicht, oder? Nee. Vielleicht von der Seite aus, weil es hier so brüchig aussieht. Nee, also man bräuchte dafür quasi die Feuerfähigkeit. Da unten ist zwar ein bisschen Feuer, aber... Damit kann man ja kein Feuer verspeien. Kann ich da rein? Oh, kann ich tatsächlich. Okay. Durchaus interessant. Rostis Innenleben. Was ist das denn hier? Ist das jetzt diese Elektrizität? Elektrizitätsfähigkeit? Wie? Hm? Das kann ich doch irgendwie ausmachen, oder? Komm, nehmen wir uns erstmal diese Fähigkeit und gehen nochmal raus. Und jetzt mal schauen, was das bringt, wenn ich die Fähigkeit hier draußen habe. Und dann auf diesen Arm springe. So, von hier aus, so, hier hin. So, so, und dann jetzt quasi hier... Wo war denn das? Hier. Okay. Also man braucht tatsächlich diese Fähigkeit dafür, um diesen Schalter zu aktivieren. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Oh, ich verstehe. Oh, das ist relativ clever eigentlich. Wir brauchen jetzt hier die Feuerfähigkeit. Kann ich die eigentlich auch einfach hier so bekommen? Ne, man braucht dafür... Ah, hier, okay. Hier geht's ganz einfach, so. Ich nehme jetzt hier die Feuerfähigkeit und falle runter. Ja, das war so nicht geplant. So nicht geplant, verdammt. So, komm, hoch. Und jetzt hier rein, so. Und jetzt das Ding anmachen. Und dann wird das Ding jetzt quasi Feuerspeien. Ach, ist das jetzt dein Ernst? Weil ich da gerade so blöd runtergefallen bin. Ach, Mann. Irgendwie läuft es in dieser Welt nicht so ganz, habe ich das Gefühl. Die Kamera dreht sich nicht genug. Ah, Mann. Gut, holen wir uns doch mal eben die Fähigkeit. Ist ja eigentlich quasi hier direkt um die Ecke. Hier direkt, ne? Genau so. Nimm mit. So, und jetzt fliegen wir mal hoch. Fliegen wir mal hoch, nicht hängen bleiben. So, und jetzt einfach hier hin. So. Ach. Ich drehe hier gleich durch. Ich weiß auch nicht. Also, irgendwie lief das bisher in den anderen Welten. Ja, die Fähigkeit ist schon wieder weg. In den anderen Welten lief es immer deutlich besser als hier. Vor allem, die Welt ist nicht deutlich schwieriger als die anderen Welten. Also von daher... Stelle ich mich heute einfach wahnsinnig blöd an. Gut, nochmal. So, die Fähigkeit ist ja direkt hier unten. So, nimm mit. Nimm mit. So, komm, und jetzt hoch. So, jetzt hoch, einfach ganz weit hoch. So, jetzt hier drauf, Stampfattacke. Und jetzt einfach hier rein. Ist doch gar nicht mal so schwer. Also, ich weiß nicht, warum das jetzt hier so lange gedauert hat. Aber okay, so. Und jetzt einfach das Ding hier aktivieren, oder? Hä? Muss ich das doch irgendwie ausmachen? Ich dachte, das wäre gerade der Sinn dahinter, dass ich hier irgendwie das Ding anhab, damit das irgendwie...
Musste man dafür nicht einfach nur da reinlaufen und dann ging das immer an? Das war doch in der letzten Welt so. Oder bin ich jetzt vollkommen blöd? Also gefühlt macht das so durchaus Sinn. Nein, ja, falsche Taste gedrückt. Das gibt's doch gar nicht. Okay, komm. Okay, meine Energie geht gerade rapide runter. So, komm jetzt nochmal hier rein. So, und rein. So, jetzt hier versuchen wir es nochmal. So, jetzt hier irgendwie... Nee, das... Hä? Bin ich ernsthaft zu blöd dafür? Was ist denn heute los? Also... Ich weiß auch nicht. Das ist alles irgendwie gerade etwas seltsam. Man kann ja auch nicht irgendwie damit Feuer speien oder so. Wenn, dann müsste ich da einfach da reinlaufen. Aber das bringt ja nichts. Ich habe es jetzt gerade nochmal ausprobiert. Was? Oh nein. Oh nein. Ich bin aus Versehen runtergefallen. Und jetzt ist hier... Oh nein. Oh nein. Na gut. Der Part kann so oder so nicht noch schlimmer werden, also von daher. Hey, Kartos, in diesem Weltraumbuch hätte ich nicht mit dir gerechnet. Oh, Grüße, Kumpel. Nachdem ich alle meine Edelsteine in diesem Casino verloren hatte, kam ich hierher, um Gold abzubauen. Wie das wohl gelaufen ist? Und wie wär's, hä? Wenn wir hier diese niedrige Schwierigkeit ausnutzen und eine Runde drehen, hä? Wie kommt dein Gestell überhaupt mit Weltraumphysik zurecht? Frag mich nicht. Ich arbeite hier nur. Dann mal auf die Gleise. Auf dieser Tour braucht ihr 175 Edelsteine, damit ihr einen Pagey bekommt. Alles aufsitzen. Die Steuerung brauchen wir nicht nochmal erklärt bekommen. Okay. Und dann fangen wir mal an. Läuft das jetzt hier ein bisschen anders im Weltraum oder wie ist? Werden wir dann jetzt wohl sehen. Springe ich jetzt deutlich höher oder so? Oh, was zum... Okay. Es hat tatsächlich ein bisschen Einfluss auf die Sprünge. Das ist gut zu wissen. So, ja, das ist so ganz gut. Okay. Ich hoffe mal, dass ich dieses Mal nicht nochmal so viele... nicht nochmal so viele Versuche brauchen werde wie beim letzten Mal. In der letzten Welt, meine ich. Denn da brauchte ich ja irgendwie 5000 Versuche oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele das waren, aber es waren auf jeden Fall jede Menge. Ich sollte vielleicht auch mal meine Kanonenkugel einsetzen, die ich hier habe. Weiß ich ja mittlerweile, dass ich die Kanonenkugeln abschießen kann. Das war mir davor nicht so ganz klar. So, wir sind schon bei 40, was glaube ich gar nicht mal so gut ist. Springen! Rüber da, okay. Hier einfach abwarten, so, genau. Hier rüber springen. Die Fähigkeit aktivieren, also die Kanone abschießen, meine ich natürlich. Das muss aber ein relativ langer Kurs sein, wenn ich dafür 175 brauche. 100 noch. Okay, so. Die sind eigentlich relativ einfach hier zu bekommen. Also bisher erscheint mir das deutlich leichter zu sein als in der letzten Welt. Verdammt, das war blöd. Soll ich jetzt unten oder oben lang? Keine Ahnung. Ja, eigentlich wollte ich oben lang, verdammt, hat aber nicht so ganz geklappt. Ja gut, bleiben wir mal unten. Ich glaube nicht, dass es hier am ersten Versuch klappen wird, aber ich werde natürlich nicht aufgeben. Wir sind schon bei über 100, deswegen mal schauen. Vielleicht kann es ja noch klappen. Na, verdammt. So, jetzt hier bremsen. Ist halt ein bisschen anders jetzt hier mit der Weltraumphysik. Deswegen, ja, okay, den haben wir bekommen. Ich muss mich daran erinnern, dass ich hier die Kanonenkugel abschießen kann. Das ist tatsächlich ziemlich hilfreich. So. Ich bleib einfach mal unten. Hier scheint etwas Besseres zu sein. Ich habe doch geschossen. Warum klappt denn das dann nicht? Ich habe gleich alles, was ich brauche. So, schieß. So. Wir haben es gleich, wir haben es gleich. Es könnte im ersten Versuch klappen. So, hier das Zeug mitnehmen. So. Und spring. So. Noch. Nein! Oh, wobei, wobei. Oh, First 2. Juhu, klasse Partner. Damit habe ich, um ehrlich zu sein, anfangs nicht gerechnet. Ich dachte, ich bräuchte hier wieder um die 50 Versuche oder so. Aber nee, das lief doch ganz gut.
Manometer, schon wieder ein Erfolg. Ich muss zugeben, die Fahrt mit euch hat ein paar goldene Erinnerungen geweckt. Aber hallo, die Fahrten waren fast gut genug für meine Top 100 aller Zeiten. Ja, das hat Spaß gemacht, Kratos. Hoffentlich schaffst du es auch in den nächsten Teil. Die würden doch nie so eine erstklassige Nebenfigur wie mich aus dem Spiel nehmen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass der auch im nächsten Spiel, insofern es eins geben wird, wieder dabei sein wird. Aber gut, damit wäre auch das geschafft. Schauen wir uns noch mal ein bisschen hier um, bevor ich den Part beende. Hier schnell alles mitnehmen. Ja. Wollen wir mal schauen, ob wir hier noch irgendwas finden können. Gefühlt haben wir auf dieser Insel, oder wie sagt man? Keine Ahnung. Mittlerweile alles gesehen. Ich meine, wir haben den Pagey nicht bekommen da oben, weil ich keine Ahnung, ob ich den kriegen kann. Aber, also, es muss eigentlich so gehen. Also die Feuerfähigkeit ist ja nicht umsonst da. Und es macht auch so wahnsinnig viel Sinn, dass der dann quasi das Feuer spucken würde. Es macht zu viel Sinn, als dass es nicht klappt. Also das ist irgendwie ein bisschen seltsam. Ich werde es jetzt hier nochmal versuchen, aber ich werde das rausschneiden, weil ich nicht möchte, dass jetzt hier zum x-ten Mal dasselbe in diesem Part ist. Deswegen sehen wir es einfach gleich wieder. Oh, ich bin gleich tot, verdammt. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich. Ich habe es jetzt nochmal ausprobiert, aber auch da habe ich es irgendwie nicht hinbekommen. Das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen könnte, ist, dass es hier irgendwo diese Kanonenkugelfähigkeit gibt. Und dass man dann quasi mit beiden Fähigkeiten dorthin muss. Das ist das Einzige, was für mich irgendwie gerade Sinn ergibt. Aber naja, ich weiß auch nicht so genau. Vielleicht gibt es die ja hier irgendwo auf dieser Insel. Dann könnte das klappen, aber ansonsten, also ansonsten bin ich vielleicht einfach zu blöd dafür. Das kann natürlich auch ganz gut sein. Aber ich wüsste nicht, wo diese Fähigkeit sein könnte. Hier ist ja sonst nichts. Also dieser Bereich ist ja eigentlich relativ klein. Oder soll ich mir vielleicht die Fähigkeit noch ein zweites Mal mitnehmen? Was ist eigentlich, wenn ich vielleicht nochmal... Ich habe eine Idee. Was ist, wenn ich mir nochmal hier das Ding mitnehme? So, einfach hier nochmal... hier dieses Elektrizitätsding mitnehme. So. Dann nochmal rausgehe. Und dann jetzt von hier aus auf den Schalter nochmal. Passiert da nochmal was oder wie ist? Ich habe den ja schon einmal aktiviert. Der dreht sich dann einfach nochmal zurück. Ja, ich weiß nicht, also... Das scheint mir alles irgendwie... Ja. Das ist doch alles irgendwie blöd, Mann. Na gut, ich würde sagen, das war's dann auch schon für den heutigen Part. Ich hatte gehofft, dass wir noch ein bisschen Fortschritt machen würden, aber um ehrlich zu sein... Ich habe da jetzt gerade kein wirklich gutes Gefühl dabei. Im nächsten Part werden wir uns dann hier noch ein bisschen umschauen. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch wäre wie immer sehr nett. Und bis zum nächsten Mal.